Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Together Secret of Mana mit Digil. Und immer noch TKB. Was ist das für eine Gestalt? Die Spannung ist unerträglich. Reden wir erst mit diesen Typen dort. Natürlich. Oh ja, das wissen wir auch schon vom letzten Part. Und das auch. Na schön. Was sagen die anderen Roten da? Gar nichts. Gut. Wen haben wir denn da? Den Mana-Ritter und seine Freundinnen. Tantalus hat mich schon vor euch gewarnt. Ich habe etwas für euch. Wir bekommen ein Geschenk. Ich hab bestimmt was ganz Tolles. Was Spannendes und was zum Spielen, aber auch keine Schokolade. Viel Spaß. Seht euch das an, das ist ein Düsenantriebsgerät, aber wir müssen es jetzt uns erst ergattern. So, ich bin mir ziemlich sicher, dass der, glaube ich, Blitze braucht. Och, der ist nicht richtig im Bild oder was? Also, ich glaube, das, werden wir gleich sehen. Manchmal braucht Bombe, manchmal. Und? Wer könnte? Nichts. Niemand. Gut, dann ist es Schlammbombe. Wenn nichts hilft, ist das die Schlammbombe. Fangen wir an. Das hat nicht unbedingt was mit den elementaren Eigenschaften zu tun. Kannst du gerne mal Blitze machen, wenn du willst. Sondern eher damit, dass die Schlammbombe der stärkste Zauber ist. Ich glaube, der Blitzstock kommt direkt da hinten. Der ist zu weit weg. Jetzt! Warum musst du denn ganz im Bild sein, du verdammter... Ich fluche zu viel. Sieh natürlich nicht, wie viel wir abziehen. Doch. Ah, okay, Schlammbombe hat mehr gemacht. Nur bleib hier, Cybermax. Ey! Der hat mich überfahren! Na egal, warten wir drauf, dass er wieder zurückkommt. Wir können nichts tun! Steh auf, Leia, steh auf! Wir gleich wieder angefahren kommen, sag ich's doch. Ja. Na los, ich will drücken. Jetzt kann ich auch machen. Ach so, deswegen hat sich jemand alles so wie Zeitlupe bewegt, das war gar nicht ich. Und gleich wieder hinterher. So geht das, Schatz. Ja. Dem Kampf sieht man nicht besonders viel. Stell dir mal vor, den hätte man mit normalen Waffen besiegen müssen. Das hätte, glaube ich, eine halbe Stunde gedauert. Bisher war es kein Monster. Diesmal haben wir einen Menschen getötet. Wir freuen uns. Aber seht ihr, liebe Filmbösewichte, so geht das. Nicht irgendeine Apparatur einspannen, den Helden einfach weggehen. Nein, man kann ihn auch mit einem gefährlichen Gegner zusammenlocken und weggehen. Das ist zumindest logischer, als sich auf eine Apparatur zu verlassen. Genau. Peitschenorb bekommen. Genau das Richtige für uns Sadisten. So, wem reden wir denn? Du suchst Felix? Aus. Nee, erstmal mit den Soldaten hier. Endlich hat Kapitän Ostro wieder das Sagen. Wieso? War Luxo etwa der Typ, der auf dem Alpha Cybermax... So, hier ist niemand. Der da noch? Wir warten auf den Rettungstrupp. Ihr auch? Im Norden ist die Wüstenstadt El Oasis, westlich davon der Feuerpalast. Oh. Hoppla. Mit dem hat man das Ganze dann also abgebrochen. Also, erstmal nach Norden. Schade, hat noch mit den anderen geredet. Nach die coole Mucke dürfte jetzt, glaube ich, kommen. Ah, nee. Nein, denn diese Oasenstadt hat ein Problem. Die Mucke kommt erst noch. Salam alaikum in El Oasis. Die Oase ist nämlich ausgetrocknet. Nicht gerade. Spoiler! Wieso? Das ist kein Spoiler, das sieht man. Ja, aber... Woher sollte man das jetzt schon wissen, wenn man die Stadt betritt? Das hört man doch schon an der Musik. Das ist dieses alles scheiße Musik. Man hört es an der Musik. Ja doch, das ist die Musik, wenn was nicht in Ordnung ist. Und was könnte wohl in einer Oasenstadt nicht in Ordnung sein, hm? Naja, trotzdem. Ich stelle mir jetzt gerade mal so vor, das aufs reale Leben zu übertragen. So, du betrittst einen Raum. Oh oh, der Chef ist sauer. Die Musik sagt es. Das wäre doch cool. Naja, ich stelle mir gerade vor, Bosskampfmusik, wenn man zum Boss reingeht, das ist gut. Dann wäre das Leben doch viel besser. Wann ist die Junge oder die Mädchen? Ist egal, ich mach mal. Ich verdurste, hast du mal eine Mark für mich? Der Automat nimmt keine Scheine. Okay, nee. Und da haben wir die ausgetrocknete Oase. Sie ist nicht besonders groß, oder? Ja, wollte gerade sagen, davon leben die alle. So, ich glaube, das ist der Händler. Oh ja, neue Sachen. Es gibt neue Sachen. Wir haben uns gerade erst eingedeckt. Gut, wir fangen mal an. Titanrüstung und Goldweste. Ah. Ganz schön teuer. Aber versuchen wir mal drei Goldwesten zu kaufen. Ja, das langt dicke. Und nochmal. So, und jetzt drei Armbänder. Mein Deckel sollte ich mir die angucken. Die Waschbärmütze. Ja, die Goldkrone. Waschbärmütze dreimal. Die ist ja süß.
die Bastille ist ein bisschen besser zu der Weste als das vorher. Das stimmt. Und die Silberketten. Alles aus Silber. Außer die Goldweste. Und die Waschbärmütze. Also, so viel zu deiner Aussage. So. Wir gehen uns umziehen, dazu müssen wir es in das Haus, damit es ja niemand sieht. Oh, verdammt, da oben ist Berti. Und ein Spanner. Er dreht sich um. Beide drehen sich um. Hey, perfekt. Ich drehe mich auch um. Puh. Was, du spannst nicht? Ja. Ja, kein Wunder. Wenn ich was Schönes sehen würde, dann würde ich schon zugucken. Ach, die Sachen ganz schön hoch. Guckt euch das an. Also, das ist nicht das Arme, das war ein schlechtes Beispiel. Halt, falsch. Bei mir geht was anderes hoch. Was willst du das damit sagen? Ja. Mir fallen langsam die schlagfertigen Antworten, sind mir irgendwie ausgegangen. Tut mir leid. Hattest du jemals welche? Siehst du, das ist schlagfertig. Das war wirklich schlagfertig. In the face. Ah, endlich dieses. Wieso bist du falsch rumgegangen? Darum. Ist doch scheißegal, es ist genau identisch gewesen, wie ich gehe. So, bevor wir verkaufen, reden wir mit dem da. Unsere Brunnen sind alle ausgetrocknet. Reden nachher aber so. Ich weiß Hallo es nicht. Hallo, Berti. Ja. Schön, dass er von dir weggehen will. Willst du dich synchronisieren? Achso, ich werde von hier fortgehen, es ist viel zu heiß. Tja. Das Schwert. Oder hatten wir das schon? Ah, die hatten wir schon. Die Peitsche. Ja, die behalte ich erst noch. Supi. So, da oben ist nicht. Da hat erst ein kleines Mädchen. Reden wir mit ihr? Vesuvio ist verschwunden. Er hat im Feuerpalast gelebt. Okay. Beim Bade des Propheten, ich, König Omar, habe ein Problem. Wir haben kein Wasser mehr und ein gewisser Victor hat mir erzählt, dass der Mana-Samen aus dem Feuerpalast im Westen gestohlen wurde. Okay, und wo ist er jetzt? Vesuvio, der Hüter des Feuerpalastes, ist entführt worden. Außerdem ist der Mana-Samen dort verschwunden. Aha. Ich weiß noch, wo er ist. Schön. Hallo? Achso, das Kind steht in dem Händler. Echt? Oh Mann. Das war jetzt das erste Mal, dass ich Inzest, beziehungsweise, naja, wie auch Pädophilie gesehen habe in dem Spiel, so jetzt habe ich's. So, die blauen Mützen mit den Flügeln. Red Bull verleiht Flügel. Flügel? Für mich waren das mal die Ohren vom Pogo-Puschel. Ja. So, und diese absolut tuffig und super Westen kommen auch weg, Jacken. Auch wenn es Ganzkörperanzüge sind statt Jacken. Ja. Und es gibt noch genau ein Haus zum Betreten hier. Das dürfte das Hotel sein. Nö, das war's, Kumpel. So. Dun, 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 dun. Und ich weiß noch, wo der Mana-Samen ist. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das irgendwo im Spiel verraten wird, aber wir müssen auf die Weihnachtsinsel. Da freue ich mich drauf. Ich mag Weihnachten. Ja, mal sehen, ob du dieses Jahr was kriegst. Ich hoffe doch. Nur brave Kinder kriegen was. War ich nicht brav? Nee, nicht wirklich. Jetzt müssen wir nur noch den Kanoni finden. Ich glaube, der war rechts. Hier in der Stadt sogar? Ja. Also. Ciao, Belli. Wo wollt ihr für 50 Germin? Weihnachtsinsel. Erkältet euch nicht auf der Weihnachtsinsel. Auch wie die Kanone. Man merkt schon, das ist eine meiner Lieblingsphasen in dem Spiel. Das ist einfach wunderschön dort. Wie schön, die Bäume sind echt akkurat geschnitten, muss man sagen. Sie sehen alle gleich aus. Das wurde ja einfach nur dupliziert. Copy-Paste. Das war dieser mega weite Flug, von dem ich eigentlich geredet habe. Ach, wir haben vergessen zu sagen, wer sich dreht. Ja, ich glaube, du warst. Ich war's, ja. Wir haben nicht gewettet. So, jetzt haben wir das Problem. Wer sind Männer und wer Frauen? Das sind wir alle besser. Frohe Ostern! Ich rede. Im Kristallwald lebt ein seltsamer Typ, der mit seinem Rentier spricht. Was, Chopper ist im Wald? Oh Mann, 35 Grad minus, das ist viel zu heiß. Oh ja, guck mal, wie wir hier rumlaufen. Willkommen im Schneedorf.
Hachi! Jetzt müsste man in Solaris sein. Was? Ihr kennt Solaris nicht? Moment, eigentlich müssten die anders reden. Weil die haben ja Stoßzähne und diese Bärte vor dem Mund. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich sie synchronisieren sollte, also... Ich probier gleich mal was aus. Deswegen rede ich sie gerade ganz normal. Ja, das nächste Haus, in dem eben war ja nichts. Ach mal, die sind alle ausgeflogen. Ja, es sind viel zu heiß. Die wollen raus. Oh, was für hübsche Fenster. Und das ist Rüstungsladen. Ja. Oh, hallo Berti. Danke, Hilfe. Ich bin der Schmied vom Schneedorf. Schafft mir diesen Berti weg. Du hast ja immer nur die Nase zugehalten. Ja und? Hat gereicht. So, reden wir mal kurz mit Berti. Ich will wissen, was er sagt. Hallo, verdammt kalt hier, oder? So. Ja, wir haben nichts mehr. Hat gar nicht gefragt, welche Waffe erneuert werden soll. Nur also sagt er das nochmal. So, hier ist das Hotel. Da müssen wir jetzt aber eigentlich nicht hin. In dem Haus waren wir noch nicht. Das ist der normale Händler. Na, ob der jetzt wieder neue Sachen hat? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben in El Oasis dasselbe. Jawohl. Ja. Ich weiß nicht warum, aber ich finde, die Stadtmusik passt am allerbesten ins Schneedorf. Vielleicht, weil ihr alles glitzert und blinkt. So, waren wir überall? Ja, wir waren schon überall, ja. Gut. Waren wir auch in dem Haus schon? Ja. Gut, dann gehen wir jetzt... Gehen wir jetzt endlich dahin, wo ich hin wollte, die ganze Zeit. Willkommen im Kristallwald. Ist die Gegend hier nicht einfach wunderschön? Und sie ist aus dem voller Hunde. Aber würde sie sich nicht eher freuen, wenn es voller Katzen wäre? Aber Hunde sind doch auch toll. Die kannst du treffen, wenn sie am Boden liegen, übrigens. Ja, das ist gut. Nicht, wenn sie so sind. So nicht. Also, wenn sie sich so erschrecken, nicht. Ja. Nur, wenn sie auf dem Boden sind. Wie du dir das alles merken kannst. Ja. Die Musik hier, die ist so schön beruhigend. Ich finde eher, wenn ich die Musik höre und das Level sehe, dann fange ich an zu frieren. Ja, selbst wenn 36 Grad im Schatten im Sommer sind, kriegen wir hier kalte Füße. Geht mir aber immer so bei Schneeleveln in Videospielen. Witzig ist, das war mal ein richtig heißer Sommer, als ich das gespielt habe, als ich es auf dem Super Nintendo hatte. Da war genau das der Fall. Hier laufen wir nur im Kreis. Ich weiß, wollten wir Gegner töten. Hier kamen noch genug Gegner, die Kristallwald ist doch riesig. Ich glaube, es ist das größte zusammenhängende Gebiet im Spiel. So, ich freue mich auf die schwarzen Wölfe, die dann später die anderen Wölfe spawnen. Das wird aber noch eine Weile dauern, bis die kommen. Aber die fand ich trotzdem cool. Jedenfalls im Kristallwald kann man prima aufleveln, eben weil er so riesig ist und weil die Wölfe auch manchmal Verstärkung rufen, glaube ich. Jetzt wurde ich... Ey, sag mal, kann der mich treffen, während der Wolf getroffen wird? Und das ergab nicht wirklich viel Sinn. Das Witzige ist, wenn du hier jetzt bleibst, dann die hängen hier da fest, die gehen nicht um Gegenstände rum. So, Level 3. So. Was braucht ihr noch, die Peitsche? Ja, und sie kann das Schwert nehmen jetzt in der Zeit. Och, wie süß. Wie süß, sie wird getroffen. Aber es sah irgendwie niedlich aus. Was ich ja seltsam finde, dass der Mana-Samen des Wassers nicht hier im Kristallwald war, sondern beim Elfenteich. Was ich mich gerade frage, wieso kann Hannah das Schwert führen, obwohl es das heilige Schwert ist, das nur der Prophezeite führen darf? Tja. Wie kann man den sprechen? Denk an Chopper! Denk an Chopper. Schluchz, ich bin so alleine. Mein Herrchen ist verschwunden. Wahrscheinlich hat das Monster im Eispalast mein Herrchen aufgefressen. So, dann holen wir uns mal den Orb, den es hier gibt. Ja, ich glaube, Lanzenorb. Manchmal taucht die Truhe plötzlich gleich wieder auf. Da habe ich schon öfters gehabt. Mal sehen, ob wir es haben. Jawohl. Kann passieren, wenn man irgendwo einen Orb übersehen hat. Ja, kriegt zwei Lanzenorbs hier, das wusste ich noch. Aber irgendwie kriegt man die immer hier, die zwei Lanzenorbs. Wahrscheinlich hatten die keine Ahnung, wo sie die letzten noch hintun sollen und haben einfach die Truhe doppelt befüllt. Und das Witzige ist, beziehungsweise das Bescheuerte ist, die Lanze, die man mit dem einen Orb kriegt, die hat einen besseren Effekt als die, die man dann kriegt, wenn man es dann sofort wieder umbaut. Tja, schade eigentlich. Der Part ist gleich zu Ende, sollen wir erst noch den Wolf töten? Töten wir noch den Wolf. So, jetzt. Da kommt ein Minus an, also lieber mal die Pause-Taste drücken. So, dann vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann.